Hi, ich bin Jette und herzlich willkommen zur ersten Folge von Make Up Your Mind. Und ich habe mir für die erste Folge einen Gast ausgesucht, den ich sehr gerne mag, und das ist die liebe Liz von Liz und Lizzie. Und ich würde sagen, damit ihr Liz besser kennenlernt, stellt sie sich kurz selber vor und erzählt so, was sie macht. Also ich mache mal hier so ein bisschen schüchtern mein Pony vors Gesicht. Ne? Ich bin es nämlich tatsächlich nicht gewohnt, ungeschminkt vor der Kamera zu sitzen, denn ich mache eigentlich überhaupt gar keine Make-up-Videos, sondern Do-it-yourself-Videos. Ich habe nach meinem Abitur eine Maßsteine-Ausbildung gemacht und letztes Jahr mein Kostümdesign-Studium beendet. Voll cool. Und genau, auf meinem Kanal gibt es einfach ganz viel Inspiration rund um Do-it-yourself und einen kreativen Lebensstil. Und deshalb dachten wir uns, es ist voll gut, über das Kreativwerden und über so den Kreativprozess zu reden, den man so durchlebt, während man irgendwie ein Do-it-yourself macht oder eben andere Sachen erstellt, wenn man kreativ ist. Und darum soll es heute gehen, und ich würde sagen, damit fangen wir auch sofort an. Voll ungewohnt. Ja, Kamera hier schminken. Ja. Normalerweise mache ich das vor einem Video. Okay, wie ist es denn so bei dir, wenn du irgendwie eine Inspiration brauchst? Ich meine, meistens ist es ja so, dass wir, wenn wir gerade uns so Videothemen ausdenken oder vielleicht dann auch irgendwie was raussuchen, was wir irgendwie DIYen wollen, dass wir uns dann Inspirationen suchen. Ist es bei dir halt auch so, dass du dann online schaust, oder hast du da tatsächlich auch irgendwie, keine Ahnung, deine anderen Inspirationsquellen, wo du dir das meistens dann hernimmst? Wie ist das so? Ich glaube, bei mir ist es so, dass ich mich oft auch vom Material, also von Materialien inspirieren lasse. Oder eben tatsächlich, was ich brauche. Also zum Beispiel, oh Gott, ich stimme. Es ist morgen. Noch früh am Morgen. Um 10. Genau, entweder das, was ich halt tatsächlich brauche. Mhm. Also wenn ich, zum Beispiel haben wir letztens eben das Zimmer hier umgestaltet, ja, cool, und ein bisschen renoviert. Und das filme ich dann auch. Aber ansonsten, wenn ich eh Ostergeschenke brauche, dann irgendwie quasi saisonal inspirieren Sehr cool. lassen. Also ich hole meine Inspiration meistens halt von Pinterest. Das wisst ihr auch von mir. Ich finde, das ist einfach voll cool, auch zur Suche. Da kann man echt auch gut so nur die Suche optimieren. Finde ich voll gut. Was ich aber auch zum Beispiel mache, ist, wenn ich ein Lookbook filme, dann ist es meistens wirklich der Song. Das heißt, ich höre ein Lied. Und dann will ich unbedingt was dazu machen und denke mir dann halt irgendwas aus, was da gut zu passt. Ja. Und meistens ist das dann echt ein Lookbook, weil da kann ich mich auch wirklich voll austoben und, ne, halt auch zum Beast schneiden. Das macht echt richtig viel Spaß. Ich glaube, was viele auch immer schwer finden, ist so der Schritt von Inspiration zur wirklichen Umsetzung. Hast du da vielleicht Tipps, was man so auf den Weg geben kann? Also aus der Kostümdesign-Sicht ist es so, ne, bei Kostümen oder Mode machst du dir natürlich vorher Entwürfe. Ja, Skizzen, ne? Genau, ja. Skizzen. Und klar, wenn du schon ein bisschen Ahnung hast, wie man was näht, dann ja, hat man natürlich auch schon beim Entwurf selbst eine bessere Vorstellung, ja, wie man es macht. Stimmt. Generell hilft sowieso, finde ich, immer, also Ideen sammeln, Notizen machen, die Materialien aufschreiben. Genau, auf jeden Fall, ja. Und auch beim Zeichnen ist es ja so, dass man oft vorskizziert und ja, und einfach dadurch schon mal irgendwie ein bisschen was sieht. Ich finde, ist ein lustiges Thema. Ich bin so ein Mensch, ich glaube, das haben viele, ja, so die Angst vorm weißen Blatt. Genau. Ne? Oder diese Kreativpausen, die man hat. Einfach mal so totale Blockaden, wo man nicht weiß, okay, wo fange ich an und wo will ich aufhören? Das ist halt wirklich, also fang einfach an und mach's einfach so. Und ja, dann, du kannst ja auch mehrere Entwürfe machen und einfach mal ausprobieren, was dir dann am Ende am besten gefällt. Und das hilft ja auch zum Beispiel. Ich glaube, so der Fehler, den noch viele machen, ist, dass sie viel zu viel am Anfang von sich erwarten. Also wenn die dann zum Beispiel wo rangehen und dann überhaupt nicht mit sich zufrieden sind. Gerade auch zum Beispiel in Bezug auf YouTube bekomme ich total viele Nachrichten. Das sollte mir schreiben, ey, ich bin der und der, ich mache jetzt auch YouTube und wollte irgendwie nach Tipps fragen, ob du mir vielleicht irgendwie weiterhelfen kannst, weil ich überhaupt nicht zufrieden bin. Und ich kann euch dazu sagen, ihr müsst euch da rantasten. Das war bei uns auch nicht so. Ich fand meine, aus meiner heutigen Sicht sind meine Anfangsvideos auch blöd. Voll, also, ja, ich war da auch nicht zufrieden mit, aber das ist auch bei Kreativphasen ganz normal. Am Anfang, man kann alles nicht perfekt können. Man muss einfach anfangen und sich hocharbeiten. Das ist immer so. Und gerade auch bei YouTube trifft es halt auch zu. Ja, man entwickelt sich total. Ja. Also ich merke ja auch, wie... Genau, und früher, ne, und heute, das ist echt, ja, also das sind Welten. Ein Unterschied wie Tag und Nacht, aber ja, für damalige Verhältnisse war es auch okay. Ja. So, so in 5 Jahren gucken wir auf heute und dann denken wir so, was zum Teufel? Warum haben sie sich damals vor der Kamera geschminkt?
was ich auch das Problem bei vielen finde, die gerade anfangen, ist, dass sie sich einfach auch viel zu sehr an dem orientieren, was es schon auf YouTube gibt. Ja. Ich glaube, dadurch wird deine eigene Kreativität total eingeschränkt, weil du siehst, so was andere machen und denkst so, ja, okay, das ist YouTube-Content. Und dann verlierst du dich selber total darin, weil das, was du vielleicht eigentlich machen würdest, würdest du dich nicht daran orientieren, wäre dann vielleicht viel cooler als das, was du dann tatsächlich machst. Das Gefühl habe ich auch, dass es oft kritisiert wird, dass auf YouTube immer das Gleiche passiert. Und das kommt einfach dadurch, dass man sich immer daran orientiert, okay, was funktioniert. Und dann kopiere ich das. Wirkt ja auch auf Außenstehenden besonders irgendwie komisch, wenn du siehst, okay, da werden halt nur irgendwelche Pranks und Challenges gedreht teilweise. Und ich meine, Leute, die als Außenstehend sind, die sehen halt wirklich nur das, was, sage ich mal, populär läuft momentan. So. Ja. Ja. Ich glaube, das kostet wahrscheinlich schon viel Kraft, erstmal seinen eigenen Stil zu finden und sein eigenes Format zu finden. Aber im Endeffekt ist es, glaube ich, die Lösung dafür, wieder Kreativität oder mehr Kreativität auf YouTube und mehr Vielfalt auf YouTube zu haben. Viele vergessen auch immer total, dass der Prozess wichtig ist. Also der Prozess von dem, als ich angefangen habe bis zu jetzt, ich habe da auch so totale Phasen durchlaufen und mache jetzt andere Sachen, als wo ich angefangen habe. Aber du entwickelst dich da nebenbei ja natürlich auch noch mit. Und das sieht man dann auch später in deinen Videos. Und sieht man jetzt bei total vielen YouTubern, die vielleicht früher anderen Content gemacht haben als heute, dass sie ihren Kanal mitverändern wollen, wenn sie weiter wachsen. So. Also lasst euch durch sowas nicht abschrecken, würde ich sagen. Ja, eigenen Stil finden. Genau, auf jeden Fall. Ich hoffe, unsere Tipps waren hilfreich und konnten euch irgendwie so auf den richtigen Weg finden, was so Kreativität angeht. Vielen Dank fürs Dabeisein, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die erste Folge von Make Up Your Mind hat euch gefallen. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen oder mit einem Daumen hoch, würde mich freuen. Und ja, schaut auf Flüsterkanal vorbei. Und Jette abonnieren, falls ihr es nicht getan habt. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!